ihr Lieben da draußen. Heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir den Effekt auf diese Schale hier gebracht haben mit Farben, weil mich so viele danach gefragt haben, machen wir jetzt einfach dafür nochmal ein extra Video. Geht ganz schnell, wenn man weiß, wie es gemacht wird. Schaut einfach mal ein paar Minuten zu, wir zeigen es euch. Für meine Betonsachen verwende ich wie immer DK Color Matt, weil die Farbe eben wetterfest ist und sich super verarbeiten lässt und auch super deckend ist. Und um so eine Schale hier zu gestalten oder auch andere Sachen mit Struktur eben. Man kann alles mit Struktur auf diese Art und Weise gestalten. Das habe ich auch in anderen Videos schon mal gezeigt. Hier bei dem Bild zum Beispiel, das ist genau die gleiche Vorgehensweise. Und das habe ich eben bei dieser Schale hier auch angewendet. Zunächst müsst ihr das Objekt, hier in diesem Fall die Schale, mit einer Grundfarbe einstreichen, die nachher diese tieferen Stellen praktisch ausfüllen soll. Also ich nehme jetzt hier schwarz. Und wenn ihr dann zunächst erstmal die Grundfarbe aufgetragen habt, habt ihr eigentlich schon die größte Arbeit getan. Das andere wird jetzt ganz leicht. Aber wir müssen es jetzt erstmal richtig durchtrocknen lassen, damit die Farben auch alle da bleiben, wo sie jetzt sind und wo sie hin sollten. Also erstmal trocknen lassen, eine halbe Stunde ungefähr. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann kommt der Feinschliff, sagen wir immer. Da nimmt man einfach ein bisschen Gold oder Silber oder von mir aus auch eine andere Acrylfarbe, macht die ein bisschen auf ein Schwämmchen, tupft es so noch ein bisschen ab und wischt dann einfach so drüber. Und das ist dann der Effekt, den ihr da gesehen habt. Ich habe jetzt hier einen anderen Goldton, aber ansonsten ist es der gleiche Effekt, den wir da bei der anderen Schale hatten. Wird es nur so drüber gewischt. Und wenn ihr eben andere Farben nehmt, ihr könnt auch mehrere Farben jetzt übereinander wischen, dann wird das bunt eben. Und zeigt doch. Also buntes machen. Hm. Also ich finde das eine schöne Sache. Und wie gesagt, ist ganz einfach, lässt sich immer relativ schwer erklären, aber zeigen eben ganz leicht. Deswegen zeige ich das immer lieber. Wenn man erstmal weiß, wie geht, super. So wäre das dann jetzt fertig, nur mit Schwarz und Gold. Ist schon mal ganz schick, finde ich. Also man muss gar nicht viel Brimborium machen. Ist eine super Sache und sieht edel aus. Ich finde das immer wieder genial, wenn so das drüber erwischt wurde. Egal, ob jetzt bei der Schale hier, hier habe ich auch bloß so drüber gewischt oder bei dem Bild hier auch bloß. Das ist alles die gleiche Technik und macht immer so einen Wow-Effekt, wenn man da erstmal mit fertig ist. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch noch eine zweite Farbe drüber machen. Das hatte ich ja bei dem anderen, bei der anderen Schale mit der Kerze da auch gemacht. Ihr könnt natürlich auch erst lila und dann gold machen. Und dann kriegt das noch mehr Tiefe, noch mehr Mystik. Mystik sieht halt wieder noch anders aus. Also, da kann man so viel mit machen, mit diesem Drüberwischen einfach. Ist überhaupt nicht schwer und trotzdem toller Effekt jedes Mal. Und man ist immer wieder erstaunt, was dabei rauskommt, weil es immer wieder anders aussieht einfach. Ja, ja. Und geht ganz fix. Und bei diesen Farben hier, ich betone es nochmal, die sind wetterfest. Also ich kann jetzt diese Schale hier wirklich rausstellen. Und die Farbe geht da jetzt nicht wieder ab. So, sieht doch toll aus, finde ich. Ja, und wenn die nachher noch bepflanzt ist und auf dem Friedhof. Kann man jetzt bepflanzen oder Kerzen reinstellen oder ja. Kugeln reinlegen oder was ihr wollt. Und ist immer wieder ein Blickfang, so eine Schale. Also das ist das ganze Mysterium von diesen Schalen, die wir gemacht haben. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Viel Spaß, wir sehen uns.